Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Test, ob das Ganze hier überhaupt funktioniert. Denn das hat es bisher nicht sonderlich gut. Surround und Fraps verträgt sich scheinbar nicht. Ich hoffe, es tut es jetzt und ihr könnt mich gescheit hören. Und das Spiel wird keine Aussätze haben. Ich spiele mit Tastatur. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nix. Neues Headset. Los geht's, weiter geht's. Geschaltet wird manuell. Ja. Mal sehen, ob ich dieses Rennen diesmal schaffe. Letztes Mal scheinbar nicht mit dem Controller. Wie es mit den FPS aussieht, kann ich auch nicht sagen. Scheint zumindest in der Aufnahme hier konstant zu sein bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Einmal muss man mit sowas leben. Scheint nicht besser zu sein mit dem Fahren bei mir jetzt. Okay, shit happens. Dann eben nochmal. Noch nichts. Nein. Nein, immer noch nichts geworden raus. Mal sehen, wie es weitergeht. Tastaturmäßig, ne? Muss ich mich einfahren. Okay. Es bleibt beim Alten. Mal klappen. Nein! Das gibt's doch nicht. Trotz erfolgreich eingesetzter Motorbremse nichts geworden. Yeah, Gegner besiegt. Nice, ist schon mal etwas, ne? Nein, das gibt's auch nicht. Ja, Resets übrig 0. Thank you.
Nein! Und ich habe den sogar noch überholt. Bitter, bitter. Ja, versuche ich gleich nochmal. Jetzt weiß ich ja, wie ich zu fahren habe. Die Situation, ne? Jetzt mache ich eine kleine, klitzekleine Pause. Gleich nachdem das Rennen gestartet hat, um zu schauen, ob die Aufnahme so läuft, wie ich es will. Na, aber bisher scheint es zu funktionieren. Keine Pausen, keine Ausfälle, kein gar nichts. Das mit Lexhaus sehen, wie gesagt, ich weiß es nicht. Bei mir sind es keine, bei euch sind es welche, vermutlich. Leichter als ohne, wenn man es erstmal reintrainiert hat auf der Tastatur. Aus. Okay, kleine Pause gleich. So, Ton passt auf jeden Fall mal weitestgehend. Lecks sind auf jeden Fall mal drin, aber ich bin nicht in der Macht, die zu ändern. Geht nicht. Ich hab's schon vorhin bemerkt, bei mir läuft es auf 30 FPS. Ich weiß nicht, warum Fraps meint, es nicht machen zu müssen. Kurz gesagt, die Aufnahme hat 17 FPS. Das ist ein Mangel an Höchsten. Was weiß ich was. Das ist ja unglaublich. Und zwar liegt es nicht am Spiel, ne? Ah, kann ich gleich resetten? Ach ja. Aber damit muss man halt mal leben in einer Aufnahme. Ich hoffe mal, ich biege es bis zum nächsten Mal hin. Ich habe meinen Rechner ja neu aufgesetzt und neues Headset und alles. Und seitdem hat es das Ganze total verspult. Ansonsten, ich könnte noch mal schauen, falls ihr einen Rat habt, würde ich es mal gern hören. Außer neue Hardware, das hilft nicht. Denn sonst müsste ich für Need for Speed Most Wanted 2005 neue Hardware kaufen. Das ist dann schon etwas krass. Ich mit dem 5 nicht mehr Need for Speed Most Wanted 2005 aufnehmen kann. Dann Oha, ne? Rennen habe ich ja geschafft, also. Ja, ihr habt wieder eine kleine Aufnahme von mir. Ja, diesmal dieser winzig kleine leckende Schnipsel, denn ich möchte einfach nicht mehr machen. Ich hoffe, ich löse auch dieses Problem. Denn das erste Problem bei mir gestern Abend wollte ich schon aufnehmen. Niente. Nach ein paar Minuten totaler Lag, totales Bild stehen. Gar nichts, kein Detto. Total verzogen wie sonst noch was. Headset habe ich nichts umgestellt. Ja, im Grunde könnte ich es nochmal probieren mit dem Surround und Multi-Channel, ob das für Fraps besser ist. Aber ich habe auch nichts in Einstellungen. Wirklich nichts so großartig verändert. Meine Grafikkarte immer noch dieselbe. Ne? Ich baue doch keine Gaming-Grafikkarte aus und packe da irgendeine sonst noch was Grafikkarte ein. Und ja, ich habe momentan
Nee, das wird nicht klappen mit Autolog-Servern. Ja, okay, ist mir jetzt auch Wumpe. Ich hoffe mal, ich fixe es. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt nicht am Controller. Den habe ich jetzt rausgesteckt. Es könnte schon an dem Multi-Channel-Dingster-Zeug liegen. Allerdings, wie gesagt, ich komme hier nicht raus. Sorry. Ne? Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Need for Speed The Run. Hoffentlich beim nächsten Mal ohne diese Lags, ja. Ja, nochmal sorry für die Lags, ich kann nichts dafür, aber ich wollte mal wieder was aufnehmen, denn nur durch solche Proben kann ich es für Need for Speed Pro Street, was als nächstes kommt, wieder richtig einstellen. Mein Name ist XZ3Play und hier habt ihr das Spiel gesehen. Unter dem Namen Need for Speed The Run, die Challenge-Serie davon, programmiert von EA Blackbox. Und nein, die können auch nichts für die Lags. Mein Rechner kann nichts für die Lags. Und ich kann direkt auch nichts für die Lags. Ciao.